Kontrolle der Beschaffungskette sichergestellt wird, dass keine Fischereierzeugnisse aus illegaler, nicht gemeldeter oder unregulierter Fischerei, die sogenannte IUU-Fischerei, in die Schweiz eingeführt werden. Bei eingeführten Fischereienzeugnissen soll die rechtmäßige Herkunft ohne jeden Zweifel gewährleistet werden können. Die Kommission beantragt Ihnen mit 6-3 Stimmen bei einer Enthaltung, die Motion anzunehmen und so dem Nationalrat zu folgen, der die Motion deutlich mit 121-51 Stimmen angenommen hat. Um was geht es? Wir alle wissen, dass die Weltmeere zum Teil massiv überfischt werden. Offenbar werden rund 80 Millionen Tonnen Fisch, also deklarierter Fisch, aus dem Meer gezogen. Allein das schon ist offenbar an der oberen Limite. Dann kommt noch die sogenannte IUU-Fischerei, eben die illegale, nicht gemeldete oder unregulierte Fischerei dazu, plus wenn man noch Beifang und so mitberechnet, dann kommt man auf rund 140 Millionen Tonnen Fisch pro Jahr, die in den Meeren geplündert werden. Wenn da nichts passiert, werden die Meere in relativ kurzer Zeit ohne Fische da sein und die Meere werden zu toten Gewässern. Sind zahlreiche internationale Übereinkommen zu dieser Thematik abgeschlossen worden, unter anderem die Verordnung Nummer 1005/2008 der EU. Mit dieser Verordnung sollen Wildfangfische in den EU-Häfen kontrolliert werden und was bei der Kontrolle nicht durchkommt, quasi als unverkäuflich deklariert werden. Diese Verordnung ist am 01.01.2010 mit allen Ausführungsbestimmungen in Kraft getreten und damit sind rund 70% der schweizerischen Frisch- oder Wildfischfangimporte abgedeckt, die nämlich über die EU reinkommen. Die werden also an den EU-Häfen kontrolliert. Damit würde ich sagen, ist das Problem gelöst. Aber rund 30% des Wildfischfangs kommt über Flughäfen rein und da ist die Kontrolle mindestens nicht so lückenlos sichergestellt wie bei EU-Importen und dort könnten sich auch Fische aus IUU-Fischerei darunter befinden und damit die Schweiz nicht zu gewissermaßen zum Fluchthafen der IUU-Fischerei wird, müssen analoge Kontrollmechanismen geschaffen werden und eigentlich will die Motion genau dies sicherstellen. Betroffene haben sich zur Motion geäußert. Ich habe hier einen Brief der sämtlicher Feinkostläden der Schweiz, also wirklich ein Who is Who der Feinschmeckerei, die alle diese Motion unterstützen, weil sie sonst nicht sicherstellen können, dass ihre Importe unbedenklich sind. Wir schaffen damit eine Voraussetzung für eine Weißfischstrategie der Schweiz, könnte man im übertragenen Sinn sagen. Und ich möchte Sie gerne einladen, dieser Motion zuzustimmen. Der Bundesrat, Sie gestatten, der Bundesrat ist auch Fischliebhaber, ich meine das nicht kulinarisch, und sieht eigentlich die Notwendigkeit von Maßnahmen auch ein. Er macht ein paar technische Details als Vorbehalte geltend, über die wir großzügigerweise, glaube ich, hier hinweggehen können, sodass Sie den Wildlachs, die Wildlachsplatte an Heiligabend ohne Gewissensbisse genießen können. Ich lade Sie deshalb ein, der Motion zuzustimmen, dies in Übereinstimmung mit der deutlichen Mehrheit der Vorberatenden.